Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny Rise of Iron. Wir sind hier unterwegs in einer Suche von Destiny Rise of Iron. Und wir sollen ein paar Patrouillenmissionen erledigen hier im Altrussland. Also, ich erhalte Berichte über einen feindlichen Kommandanten, der Truppen in dieser Umgebung um sich schart. Schalte ihn aus. So. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt gehabt, wo ich dann angefangen hatte, die Videos zu unterteilen, dass ich Destiny suchen, Destiny Strikes und Destiny PvPs machen werde, damit ihr das halt besser unterscheiden könnt. Und das letzte war ja ein Strike und jetzt dachte ich mir, nehme ich euch mal mit auf die Suche. Wir sollen einfach ein paar Missionen erledigen, ein paar Patrouillenmissionen. Und dachte ich mir, ja, kann ich euch mal mit draufnehmen? Vielleicht passiert ja was Spannendes, ansonsten ist es ein bisschen entspannter. Okay, doch nicht entspannter, passiert was. Aua, aua, aua. Aua, da passiert einiges. Aua. Scheiße. Oh. Okay, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass hier so viel los ist. Scheiße. Gut, es passiert also doch einiges. Es ist doch ein bisschen spannend. Na gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen sicherer diesmal bewegen. Und ja, die Gegner ein bisschen aus sicherer Entfernung ausmerzen, würde ich sagen. Alter, okay, ich glaube, die hält einiges aus, die Hexe. Boom, Headshot. Alter, die hält einiges, Alter. Die hält aber richtig einiges. Holy shit, ey. Ich hab jetzt erst ihr Schild down. Okay. Ja, sobald das Schild weg ist, geht das eigentlich. Ja, ja, jawohl, down ist sie. Das war sie auch. Also die erste Patrouille haben wir abgeschlossen. Die Bedrohung ist vorbei. Ich sage Shiro Bescheid. Wir sollen aber eine ganze Menge erledigen. Also insgesamt sollen wir 15 Patrouillenmissionen abschließen. Drei davon sollen, glaube ich, solche Special Missionen sein. So ein Attentat, wie wir gerade gemacht haben. Muss ich einfach mal gucken. Und was auch gut ist, wir können hier jetzt erkunden. Wir können uns einfach mal so ein bisschen umgucken. Wir können hier reingehen, gucken, was hier so ist. Ja. Ich habe auch jetzt einen Skelettschlüssel bekommen. Den hatte ich von Shiro 4, hieß der, glaube ich, im Eisentempel bekommen. Nachdem ich Bescheid gesagt hatte, hier, ich habe den Strike gemacht, du Lappen. Und das bedeutet, beim nächsten Strike am Ende kann ich die Kiste öffnen und dann können wir mal gucken, was da so Geiles drin ist. Wo geht's denn hier überhaupt hin, Alter? Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Okay, hier geht's wieder hoch. Ja gut, und jetzt sind wir hier wieder. Oh, hoppala. Ey, das sind das Raketen? Das sind, glaube ich, Raketen, oder? Geht das auf? Okay, sieht nicht so aus. Schade. Das wäre cool gewesen. Dann nuckt die Nase. Ja, auf jeden Fall. Da juckt die Nase, wollte ich sagen. Wo geht's hier hin? Oh, hier geht's noch weiter rein. Hier sind auch noch Gegner. Alter, was ist denn hier los? Hallöchen. Hui, da ist er geflogen. Wo geht's denn hier hin, Alter? Jawohl, ey, was... Hä? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich folge mal dem Wegpunkt und gehe mal wieder zurück in die normale Map da.
raus aus diesem komischen Gebäude hier. Und da huscht gerade wirklich eine Fliege über meinen Bildschirm in der Aufnahme. Die sind auch extrem nervig geworden in letzter Zeit. Also ohne Spaß. Ich habe irgendwie gestern, jetzt sind es keine mehr, aber gestern hatte ich wirklich so, keine Ahnung, 10 Fliegen an meinem Fliegengitter hängen von außen. Die wollten irgendwie unbedingt rein. Wahrscheinlich mögen die das Wetter nicht mehr. Und wollten sich hier drin ein bisschen aufwärmen. Aber da habe ich mir gesagt, nope, Sir. Ihr könnt mal schön draußen bleiben und erfrieren. Oh, vergessener Pass. Oh, was ist hier denn? Ein geiler alter Truck. Vielleicht ist das ja Optimus Prime mal gewesen. Wer weiß. Okay, da vorne schon die nächsten Sackgesichter. Da soll noch irgendwo einer sein. Ach, da oben. Hi, tschüss. So. Wo sind hier denn die nächsten Missionen? Oh, gibt's hier unten irgendwas, wo man rein kann? Ne, schade. Ah, einfach mal hier erkunden ist natürlich auch was Geiles. Also ich weiß nicht, ob das so spannend fürs Zuschauen ist. Aber ich finde das nice, wenn man selbst spielt vor allem. Ein bisschen, oh, Burgfried des Archons. Ah, hier sind wir jetzt. Alles klar. Aua. Was leuchtet denn? Achso, ein Servitor. Oh, bloß nicht in die Lava springen. Ich habe hier auch irgendwelche Missionen. Ja, ist mir egal. Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier auch irgendeine Suche. Vernichtete Erzpriester. Patrouillen abschießen. Da. 15 Patrouillen abschießen. 5 Kill-Patrouillen. 3 Attentatspatrouillen und 3 Quarantäne-Patrouillen. Ah, ne, Archon-Schmiede. Mist dich und werde siegreich in der Archon-Schmiede. Da weiß ich noch nicht, was das ist. Da muss ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Kann man da hoch? Schade. Da ist wieder eine neue Patrouillenmission. Die nehmen wir mal mit. Hui! Da fliegen die Kugeln. Alter. In den verseuchten Landen wimmelt es nur so von Gefallenen und der Schar. Was? Nee. Vernichte so viele wie möglich, damit ihr Hüter wieder durchatmen könnt. Was? Hier wimmelt es vor Gefallenen und Schar? Was? Was? Sehe ich gar nicht. Wo denn? Warte mal, habe ich da unten gerade eine Kiste gesehen? Ihr miesen Säcke, Alter. Oh! Aua! Heiß! Wow, und dann kriege ich da ein Drehmetall raus. Safe hat sich das gelohnt, ey. Aber sowas von. Ich will mich mal ein bisschen umgucken hier gerade. Oh, da ist nochmal Drehmetall. Das nehme ich nochmal mit. Also ihr merkt schon, heute ein bisschen mit Erkundung dabei und natürlich auch ein bisschen, aua, heißes Feuer. Und natürlich auch ein bisschen Geballer, aber ich möchte auch mal ein bisschen hier die Map kennenlernen. Denn die sieht schon nice aus eigentlich. So, warte mal. Hier trifft doch jetzt Lava auf Wasser. Warte mal, wie war das nochmal in Minecraft? Muss fließende Lava auf Wasser treffen oder fließendes Wasser auf Lava für Obsidian? Ich glaube, fließendes Wasser muss auf Lava treffen, ne? Dann kriegt man Obsidian und hier würde jetzt Cobblestone entstehen. Wow. Atemberaubend. So, geh mal weg. Okay, da oben ist so ein Servitor. Servitor, Servitor. So, Hallöchen. Gibt es hier drin noch irgendwas? Hier muss man ja während einer Suche mal rein.
da ist eine Kiste. Die nehme ich doch gerne mit. Auch wenn es wieder nur Drehmetall ist. Aber immerhin verbrenne ich mir diesmal nicht den Arsch. Das ist ja auch schon mal was. So. Du kannst mal einpacken und nach Hause gehen. Sieht eigentlich ganz nice aus, so mit der Lava. Ja, das kann was. So. Die Mission habe ich auch. Du bist die Medizin. Ich sage Shiro, dass wir erfolgreich waren. Na, da hinten blinkt schon die nächste. So, nimm mit den Shit. Die Gefallenen, die Schar, sie alle haben Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können und die uns helfen könnten, die verseuchten Lande zu verstehen. Nimm an dich, was du kannst. Okay. Mach ich gerne. Erstmal wieder Drehmetall mitnehmen. Siva Aktuator. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber wenn das haben will, dann soll das bekommen. So. Fertig gemacht den Sack hier. Nehme ich auch. Da ist eine Kiste, die habe ich gerade gehört. Drehmetall nehme ich auch gerne mit. Hier ging es weiter, ne? Zu der Siva-Kammer, der Replikationskammer. Ich glaube nicht, dass da Patrouillen auf uns warten werden. Bam, jawohl. So, nimm mit. Das ist jetzt auch noch, dann müsste das, glaube ich, voll sein, ne? Jawohl. Das hätten wir also auch. Das müsste genügen. Ich sage Shiro Bescheid, dass wir haben, was er wollte. Brechen wir auf. Das ist ein Helikopter. Das erkenne ich jetzt erst. Und hier ist Drehmetall. Gibt's da oben was? Da oben ist eine Kiste. Ha! Aha, aha. Da wollten sie was verstecken. Aber nicht mit mir. Ich sehe alles. Okay, das stimmt nicht. Aber wenn ich mich anstrenge, dann kann ich was sehen. Also, ich würde sagen, dann reisen wir mal weiter. Weil da ist noch eine Patrouillenmission. Na, komm, wir gucken uns mal weiter um. Wir fahren mal ein bisschen. Oh. Habe ich hier nicht gerade irgendwas blinken gehört? Nee, anscheinend nicht. Ach, das ist wahrscheinlich das Teil hier, ne? Aber warte mal, von hier bin ich doch gekommen, oder? Bin ich von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Okay, dann machen wir da hinten nochmal die Mission und dann... Oh, heiß. Oh, heiß. Dann nehmen wir mal einen anderen Weg. Und gucken, was wir hier noch so entdecken können. So, was will er jetzt von uns? Okay, Hüter. Ich habe da ein hochwertiges Ziel, das eliminiert werden muss. Alles klar, bin unterwegs. Lass mich mal durch, wichtige Mission. Hochrangiges Ziel. Oh, Helikopter, moin. So, den mache ich mal vorsichtshalber weg. Ich habe keine Ahnung, wo genau das Ziel ist. Also wie weit weg das noch ist. Komm mal her. I want to messer you. Oh. Hui, da hat er was fallen gelassen. Nimm mal das. Dich machen wir auch nochmal fertig. Überhaupt kein Problemchen. Tada. So, okay. Wir sollen da jetzt weißer Spleißer-Captain besiegen. Okay, da bin ich mal gespannt. Hallo? Hallo? Mein Zuhause?
Es ist ganz schön hell hier.